Hallo und willkommen zur nächsten Folge von Star Wars: The Old Republic Imperial Agent bzw. Scharfer Schütze. Ein weiterer Kopfgeldauftrag, diesmal ein ganz normaler. Und zwar machen wir diesmal Alderaan, denn ich habe nämlich gesehen, dass wir Alderaan ja damals, als wir das mal gespielt hatten, nicht zu Ende gemacht hatten, weil ja das Event dann dummerweise beendet wurde und wir deswegen nicht weiterspielen konnten. Deswegen nehmen wir es jetzt hier erstmal wieder neu an. Alderaan, aber da fehlt noch was. Danke, dass Sie einen Und dort Auftrag fliegen wir der erstmal direkt hin. Kampfgeldvermittlungsgesellschaft. So, und da wären wir. Kann ich ja eigentlich gleich porten, auch wenn es im Prinzip egal ist. Dann mal los. Ich will gut aussehen. Verkaufsrates. Wer nennt sich denn so? Oder was? Oder war das jetzt mit dem Gildenname? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Och, Ladebildschirm, du nervst. Seven Star Verkaufsrates sind wieder da. Ihr wollt das. Wappen der Schreckensweiße, Nightmare, Master Modus, Mounts oder Erfolge, sprecht uns an. Fast alles ist möglich. Ich weiß zwar nicht genau, was die jetzt damit meinen. Und Erfolge braucht sowieso keine Sau, abgesehen davon. Und jetzt ist übrigens auch kein Video im Render-Modus. Das Ding wollen wir mal weg hier. Und wir starten. Ich sagte, wir starten. Ich nehme an, ihr seid die Kundin. Und ich nehme an, ihr wollt den Auftrag annehmen. Ja. Dariana Freyes, Matriarchin vom Haus Freyes. Okay. Ich benötige eure Dienste, um eine Gruppe von Störenfrieden zu zerschlagen. Sie unterstehen einem Ganoven, der sich Kralle nennt. Sie sind so gut wie zerschlagen. Sie werden zerquetscht. Hat sie kein Personal dafür? Ganoven und Störenfriede? Da sehe ich kein Problem. Das will ich hoffen. Aber trotzdem muss ich euch warnen. Die Kralle begann als harmloser Schelm. Aber dann eskalierte es. Zerstörung, bewaffneter Raubüberfall, Entführungen. Wegen seiner unbedachten Taten sind Unschuldige gestorben. Kümmert euch um die Partner von Kralle. Dann können wir besprechen, was wir wegen des jungen Mannes selbst unternehmen. Mit den Informationen des Kunden sollten Sie in der Lage sein, kriminelle Anwohner zu finden, die weitere Details preisgeben können. Zögern Sie bitte nicht, diese aggressiv zu befragen. Okay, ich port mich jetzt direkt wieder zurück. Auch im Prinzip, man könnte man noch theoretisch wieder laufen oder fahren oder was ich was, aber wenn man Schnellreise hat, dann kann man es auch nutzen. Vor allem, weil wir dann direkt hier vor der Tür landen und anfangen können, uns die Personen rauszusuchen. PvP-Instanz, da wird es ja wohl nicht so voll sein. Nee, jetzt bin der Einzige hier in der Welt. Passt perfekt. Wollen wir uns Ich fange meistens mal unterhalten? mit dem hier an. Wir Also, Alter, spiel ich werden sowieso nicht. immer Warum bin ich jetzt besser. gerade so Sag mir, dicht? was ich wissen will. Sonst Wann sind gibt es zwei so Ärger. dicht? Okay, sagst du was? Da Komm. braucht es schon mehr, damit ich Oh. aushacke. Beide wollen kämpfen. Okay, ich wusste gar nicht, dass bei. Da hat er gesagt, ich wusste gar nicht, dass bei dem guten Kämpfen mit drin ist. Ich brauchte schon mehr, damit ich auspacke. Mich drängt niemand in die Ecke, ja. Wir werden ein hervorragendes Team Naja, toll, ich muss abgeben. sie wieder einzeln annehmen. Erst das eine aktivieren, dann aufsammeln, dann das andere aktivieren, wenn es gehen würde. Das ist auch unnötig, dass man die immer einzeln einsammeln muss. Aber ich hätte es auch nicht gedacht, dass da direkt zwei fast nebeneinander stehen. Okay, also wieder. Also ich empfehle wirklich immer mit diesen Könntet Dingen ihr zu mir wohl arbeiten, weil helfen? das da oben dauert einfach ewig. Ich habe da manchmal wirklich mal gehabt, dass ich Jetzt da aber wirklich nicht wie irgendwie hoch. Sagt fünf mir, was ich Dinge wissen will. verbraucht Sonst habe gibt es oder Ärger. fünfmal das Ding hier geklickt habe, ohne dass da einer was gesagt hat. Das ist einfach nur Nanu ätzend. Okay, der sagt direkt. Ich rede ja schon. Die Aber sagt's hört auch auf, ja? direkt. Ja, ich höre schon auf. Was schon. Unterweltkontakt ist im Raumhafen anscheinend drin. Also irgendwie hier alles direkt hier aneinander gedingst. Wir müssen gar nicht weit laufen. Vielleicht ist ja der Gegner direkt auch neben uns und ich fahre allen jetzt in die falsche Richtung. Bei der. Warte, Kiste? Nee, das sah gerade so aus wie eine Kiste. Ja, ich bin so kistengeil, das ist krass. Apropos Kisten, ich habe die Kisten, ich habe letzte Folge keine Kisten gemacht. Oh mein Gott, Skandal, das muss ja nachgeholt werden. Das erwarte eine Strafe. Ich brauche Informationen. Und ich brauche eine unbändige Partynacht mit ein bis drei pulstreibenden mörderischen Auseinandersetzungen, aber man kann leider nicht alles haben. Wie wäre es stattdessen hiermit, ihn bedrohen? Flirten, wie schade. Genug Erfassung, damit ich mit ihr
prahlen könnt? Wie wäre es stattdessen mit einem wandelnden Albtraum? Hey, ich hab doch nur Spaß gemacht. Nichts für ungut. Wenn ihr was wissen wollt, seid ihr bei mir richtig. Ihre ermittlerischen Fähigkeiten sind wirklich beeindruckend. Sie haben alles, was sie benötigen. Neutralisieren sie das Ziel. Okay. Passt. Ach, das ist ja da oben. Warte, da kann ich mir ja gleich hinporten. Ich kann mich ja hier sogar im Raumhafen porten. What? Ich dachte, das geht nicht. Seit wann kann man sich denn im Raumhafen porten? Besser. Oder ist das jetzt gerade wieder nur ein Bug und normalerweise soll es eigentlich nicht gehen. Egal, wenn es ein Bug ist, dann ist es scheiße. Wenn es jetzt ab sofort immer so ist, dann würde ich es natürlich geil finden, weil es unnötig ist, dass man sich im Raumhafen nicht porten kann. Erst recht auf Coruscant ist es ultra nervig, weil Coruscant der einzige Raumhafen ist, der anders aussieht im Spiel. Und der ist so unübersichtlich wie sonst was. Ich habe da damals echt eine Stunde ungefähr gesucht, bis ich das Schiff gefunden habe. Ich meine jetzt mein eigenes Schiff. Nicht die Fähre, da kommt es ja direkt hin, aber wenn ich das eigene Schiff gefunden habe, habe ich da irgendwie, glaube ich, so ungefähr so, ja gut, eine Stunde nicht, aber vielleicht so im Viertel bis halbe Stunde mindestens habe ich da irgendwie rumgesucht, weil ich die ganze Zeit in der oberen Etage gesucht habe, wenn man nämlich von der Story her bei einer Klasse nach oben geschickt wird zu seinem Schiff und dann später landet er beim unteren Bereich und das habe ich natürlich nicht gecheckt. Auch nicht beim Rausgehen oder so, weil ich mich aus der Festung durchgebordet habe. Da habe ich das Schiff nicht mehr gefunden. Achso, kommt ja gar kein Gespräch, es kommt ja der Gegner. Ach, das ist der dumme Droide hier. Der kann ja sowieso nichts. Wo ich immer noch finde, dass der am meisten kommt. Ich glaube, ich auch der verhassteste Boss ist, den es hier gibt. Von mir übrigens auch. Ich finde den total nervig. Ich habe jetzt gar nicht gewürfelt, ne? Habe ich bei dem davor auch nicht gemacht, Digga. Damals halt eben heute ohne Würfeln. Dann erstmal einmal wieder zurück zum Kunden. Also erstmal wieder in die Kantina. Wir beide werden immer besser. Und dann geben wir ab und dann geht's auch schon wieder zurück zur Falotte. Das war hier ein bisschen dauert so. Einmal abgegeben, das Ganze hier. Na, und jetzt dann aber nicht wie hoch. So, da werden wieder Terminals sind jetzt auch geladen. Dann geben wir den Scheiß mal ab. Die Kopfgeldvermittlungsgesellschaft ist von den Effizienz und den Fähigkeiten beeindruckt, die sie bei der Erfüllung ihrer Aufträge an den Tag darüber. Oder hat sich der Bug das hier auch schon wieder rum? Arbeit. Wenn ja, wäre es natürlich geil, ne? Aber eigentlich bug es nur, wenn man sich in die Festung portet. Und gestern hat der Bug nicht funktioniert mit dem, dass er es mal wieder zurücksetzt. Aber anscheinend gibt es den Bug jetzt doch noch. Ich dachte zuerst, den gibt es nicht mehr, den Bug. Den haben sie tatsächlich gefixt, aber anscheinend haben sie ihn doch nicht gefixt. Und es war einfach nur ein Bug. Der Logistikminister sorgt dafür, dass die Kriegsanstrengungen ausreichend unterstützt werden. Hey, wie geil. So, jetzt werden Kisten geöffnet. So, Kisten sind geholt. Dann öffnen wir die ganzen Dinger mal. Nice, eine Waffe. Und ja, Trophäe auch noch, geil. Das brauche ich nicht. Kulturartefakt ist totaler Müll, den braucht keiner. Noch eine Waffe und noch eine Waffe. Egal, heute ist der Waffentag. Heute habe ich sogar was über Waffen gelernt. Hat bestimmt was damit zu tun. Ja, noch eine Trophäe. Ey, heute ist ja der richtig geile Tag hier. Was ist denn heute los? Da war ich gleich eine Malkisten auf. Okay, dann endet es direkt wieder. Ja gut, das war ja wieder ein Versuch wert, aber es kommt jetzt nur noch Müll raus. Also am Anfang kam ziemlich geiles Zeug aus Militärausrüstung. Die ist zwar gut, aber die bringt mir nicht so viel. Technologie, ja gut. Das bringt schon mal ein bisschen was. Bei Tweak, aber egal, noch eine Waffe. Hier heute ist irgendwie der Waffentag. Okay, dann holen wir erst einmal Tricky Boy oder Tricky Girl oder was weiß ich was raus. Passt auf euch auf. 46 mittlerweile schon. Einmal die gegeben, 50, das war ja fast gar nichts. 112, oh, das war ja mehr. Technologie, groß. 4300. Gucken, was die Waffe bringt. Was, nur 300? Was? Ich glaube, ich habe mich schon 100.000 Mal darüber geärgert, dass hier großer Einflussgewinn steht. Und dann kriege ich dafür nur 333. Das ist gar nichts für so ein Ding. Okay, das Ding kann ich ihm auch noch geben. Bestimmt kriegt das mehr, oder? Nee, 200, ja gut. Alter, was war denn das für eine Verarsche da gerade? Wo bekomme ich denn bitte für so ein gelbes Ding 333? Das ist ja nix, das kannst du wegschmeißen, ey. Das ist ja gar nichts.
Vor allem für eine Waffe auch noch. Eine Waffe kostet mindestens und kostet total viel mittlerweile. Wenn ihr was seht, was euch gefällt, gebt mir Zeit. Wird ja alles teurer in der Welt. So, zack, das kann auch alles weg. Das braucht auch keiner. So, das werde ich verkaufen. Eure Credits sind und ich würde erstmal sagen, ich beende jetzt erstmal die Folge. Morgen machen wir vielleicht weiter oder übermorgen oder keine Ahnung was. Die Folge wird sowieso erst ein bisschen später erscheinen. Deswegen würde ich erstmal sagen, bis bald und ciao.